An einem Sonntag im Oktober im Sauerlandpark in Hema. An diesem Wochenende gehört er den Läufern. Gestern Abend der Night Run, überall Läufer in bunten Klamotten, beleuchtet von UV-Licht. Und heute geht's direkt weiter. Aktuell findet dort ja der Treppenlauf statt mit Sprint-Treppenlauf, Firefighter-Run, Kids-Läufen und als Höhepunkt der Adventure-Trail-Run, Schlammbäder, Sandkastenspiele und Hindernisse, über die die Läufer klettern müssen. Eine richtig dreckige Angelegenheit. Ja, und um 13 Uhr dann die Radio MK Lobbe-Challenge. Könnt ihr euch angucken, ist immer total witzig. Das auf jeden Fall und deshalb sind diese Jungs hier auch wieder mit am Start. Wir hatten gestern ein Spiel und dementsprechend sind wir physisch im Arsch. Wir werden unser Bestes geben und ja, Thomas, was sagst du zur Strecke? Ja, wir sind die Strecke gerade schon abgelaufen. Ist ganz schön anstrengend. Ja, so ein bisschen Anstrengung muss schon sein und das ist das Sportgerät dafür und das hier die entschlossene Konkurrenz. Wir warten auf den Startschuss in 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's! Ja, die Challenge läuft und auch in diesem Jahr bedeutet das, 4 Runden à 850 Meter müssen geschafft werden mit der Tonne durch den Sauerlandpark. Bist du stärker als die Jungs von der Müllabfuhr? Das ist das Kampfmotto. Die 240 Liter Tonne ist zwar leer, dafür aber auch umso anfälliger, um zwischendurch auch mal ins Trudeln zu geraten. Das Wetter mit gefühlt 8 oder 9 Grad ist doch recht frisch fürs Publikum. Für die Kondition der Tonnenzieher ist der frische Herbstwind mit ein paar Regentropfen aber gar nicht so schlecht. Ja, und wer ist als Team noch so dabei? Klar, wir sind voll motiviert. Wir sind voll motiviert. Wir kommen aus Menden von Firma Loas und wir sind Lokführer und Rangierer. Wir laufen jeden Tag und heute wollen wir unser Können unter Beweis stellen. Haben sie gemacht und damit auch endlich mal leicht die Frauenquote erhöht. Aber um's kurz zu machen, die wahren Kings of Tonne sind auch 2019 wieder die Namensgeber dieser Challenge. Das Team Lobbe in dieser Disziplin einfach unschlagbar. Team Lobbe. Eine Frage, war das Rennen hart oder wie hast du es geschafft? Also es war auf jeden Fall ziemlich hart. Ich bin letztes Jahr leider nicht mitgelaufen. Aber dieses Jahr war auf jeden Fall entspannt. Wir hatten einen sehr guten Vorläufer. Wir können nur Vorsprung rausholen, das hatten wir auch geplant, damit wir andere ein bisschen ruhiger gehen lassen können. Also war auf jeden Fall gut und hat Spaß gemacht, das ist das Wichtigste. Okay, die anderen laufen noch, habt ihr denn erwartet, dass er wieder gewinnt? Ist unser Job, wäre traurig, wenn wir verloren hätten.